Erwerbsminderungsrente auch für Berufseinsteiger. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Man mag es wirklich nicht glauben, aber es gibt im gesetzlichen Erwerbsminderungsrentenrecht spezielle Vorschriften für Berufseinsteiger. Das heißt also, wenn jemand mit 16 Jahren zum Beispiel einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleidet und dadurch erwerbsgemindert wird, dann reicht es aus, wenn er einen einzigen Tag in seinem Berufseinstieg, also während der Berufsausbildung gearbeitet hat, dann unterliegt er schon dem Schutz in der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Wenn er aber, er oder sie, eine Krankheit haben, die nicht auf einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen sind, gibt es andere Regelungen. Da wird so getan, das ist die sogenannte vorzeitige Wartezeiterfüllung, da wird so getan, als ob die 5 Pflichtbeitragsjahre bei Berufsanfängern schon vorerfüllt sind, also schon erfüllt sind, sofern die Erwerbsminderung innerhalb von 6 Jahren nach Ende der Schulzeit oder einer Ausbildung eintritt und innerhalb der letzten 2 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 1 Jahr Pflichtbeiträge gezahlt worden sind. Dann haben wir einen Sonderfall der sogenannten vorzeitigen Wartezeiterfüllung und dann kann es auch eine Erwerbsminderungsrente geben, aber dieser Fall, dieser letztgenannte Fall von mir, gilt nur bei einer vollen Erwerbsminderungsrente. Und Sie werden es nicht glauben, die Erwerbsminderungsrente kann sogar bei einem Berufsanfänger berechnet werden und dann gibt es aus meiner Sicht sogar sehr hohe Renten, denn hier gelten dann sozusagen die Zurechnungszeiten als die anrechenbaren Zeiten. Da wird so getan, als ob ich durchschnittlich weiter gearbeitet habe und hier entsprechendes Entgelt verdient habe. Und das bringt dann natürlich die Höhe der entsprechenden Erwerbsminderungsrente. Meine Damen und Herren, wir wünschen uns das natürlich nicht, dass unsere Berufsstarterinnen und Berufsstarter schon am ersten Tag ihres Berufslebens erwerbsgemindert sein könnten. Es kann aber passieren, statistisch ist das nicht ausgeschlossen. Wir empfehlen aber als Rentenberater dringendst allen Menschen, die nicht in diesen Schutz reinfallen, die aber Berufseinsteiger sind, für ein kleines Geld bitte eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Bitte aber nur als private Berufsunfähigkeitsversicherung und nicht mit einem entsprechenden, wie auch immer gearteten Zusatzversicherungsschutz. Ich würde es auch nicht kombinieren mit einer Kapitallebensversicherung oder Risikolebensversicherung, sondern tatsächlich nur als echte, reine BU-Versicherung hier einen entsprechenden Schutz suchen. Meine Damen und Herren, wir sind keine Versicherungsvertreter und Makler, also wir wollen Ihnen da nichts aufschwatzen, sondern ich will Ihnen einfach nur diesen Hinweis geben, dass Sie sich dort eventuell mit Ihren Eltern oder wie auch immer die Eltern dann für Ihre Kinder hier entsprechend die Absicherung suchen. Kleines Geld muss nicht immer gleich 100 Euro im Monat sein, aber für kleines Geld eine entsprechende Absicherung suchen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.